Mit was fangen wir denn an? Weil du hältst mich sehr in der Ab mit der Arbeiterei. Und wieder bin ich in Mutters Atelier. Wir haben das letzte Mal alles geliefert. Die ganzen Leinwände, alles was wir eingekauft haben beim Künstlerbedarf. Und natürlich waren wir noch wo? Im Lagerhaus. Ja, und dann war ich bei mir in der Klause Klaus. Und jetzt bin ich wieder im Atelier, um zweierlei Dinge zu zeigen. Erstens einmal schon die ersten Ideen mit dem, was wir eingekauft haben. Und zweitens die Sitzgruppe, nenne ich mal so, die dann ins Studio kommt. So, Dave. Jetzt war ich bei der Mama drin, im Atelier, und da kommt schon. Ja, grüß euch Gott. Mit was fangen wir denn an? Weil du hältst mich sehr in Trab mit der Arbeiterei. Was denn? Jetzt habe ich dein Studio gesehen. Richtig. Und jetzt wie gefällt es dir? Sehr gut. Sehr gut. Also einmalig. Jetzt hat er mir einen Tisch gemacht und die zwei Stühle. Jetzt, nachdem, kommen 3x2 Meter Wanddekoration dazu. Ja, grandios. Hast du schon angefangen? Nein, angefangen noch nicht. Nein, aber ich habe schon alles hergekriegt. Wie schauen wir es dann an? Mal zeigen. Super, lässig. Wie ist das gemacht worden? Indem ich zwei alte Sesseln hergeholt habe. Und dieser neue Stil, das Shabby Look, habe ich die Sesseln bearbeitet. Mit Kalkfarben, dann eingewachsen und wieder abgeschliffen. Ist das selber gefallen. Und mir haben es jetzt gefallen, weil du gesagt hast, du willst eher dünklere. So, und das ist rausgekommen. Also ich finde, die sind großartig geworden. Ja. Die Blume des Lebens, gell, haben wir da drauf. Ja. Ich weiß nicht, wie das vorne heißt, das muss man auf einen Laserdrucker und diese Hinterseite abribbeln. Und dann kommt, dann bleibt das. Und das ist aber jetzt ganz drinnen, mitten. Warte, ich will gleich nachschauen, warte mal. Diese Art heißt Fototransfer. Musst du unbedingt einen Laserdrucker ein Bild machen, weil ein Tintenstreudrucker geht durch und da funktioniert das nicht. Und bei einem Laserdrucker, das ist nur drauf gedruckt und somit löst sich das ab mit so einem Fototransfer. Und das kannst du auf Holz, auf Leinwand, überall. Aber es ist sehr hakelig, weil du musst dann dieses Papier abschieben mit Wasser. Und da geht halt oft das Bild auch mit. Das ist ein bisschen hakelige Geschichte. Und zum Schluss wird es dann mit dem Lack eingearbeitet. Ja, ich finde es super da. Also das, der Tisch, die Sesseln, gemütlich, nicht alltäglich, das war mir wichtig. Sehr leibend, ziemlich aufwendig, aber gut. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich hätte am liebsten mein ganzes Haus so eingerichtet. Das Haus ist schon voll, ja. Das geht nicht mehr. Gott sei Dank gibt es die, wo ich dich beglücken kann mit diesen Stücken. Das steht ja dann im Büro, im Studio und dahinter an der Wand kommt ja dann quasi die Leinwand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss ich aber dazu sagen, dass ich geglaubt habe, du willst da ein Bild, haben wir gedacht, das kann nicht schwer sein, weil da hängen ja die Bilder. Ne? Aber nein, du willst 3x2 Meter. Also, das ist eine Herausforderung, das muss ich auch sagen. Gesagt, getan, mit einem einfachen Büdel wäre ich nicht angespeist. Muttern greift ordentlich in die Trickkiste. 3 Meter mal 2 Meter Leinwand. Und da haben wir schon was zurechtgelegt. Da habe ich schon einen Stoff, einen ganz tollen gefunden. Den hat eine Freundin bedruckt. Holz, Intarsienholz, das wird eingearbeitet. Das glaube ich schaut auch sehr gut aus. Dann rostige Ketten, Schlüsseln und vielleicht kommen da so Ballern rein. Zeitung, Brexit, habe ich eine englische Zeitung gefunden. Irgendwo diese drei haben mir auch recht gut gefallen, die habe ich auch noch gefunden. Die kommen auch noch rein. Das muss noch vor Ostern. Ich habe dann die Großprojekte, meine Keramiksachen, meine Betonsachen. Bin ja im Stress. Aber wir werden das schon hinkriegen.